des Ganzen habe ich einfach Selbstbewusstsein gekriegt und es gibt mir sehr viel Kraft. Wenn ich auf der Tanzfläche stehe, dann gibt es nur mich, mein Rollstuhl und die Musik. Mein Name ist Eva Maria Nussdorfer und ich bin professionelle Rollstuhltänzer. Ich habe mit 6 Jahren Knochenkrebs gehabt und mit 8 Jahren ist der Muskeldystrophie diagnostiziert worden. Bis dahin bin ich noch ein Fußgänger. Aber bin auch schon bei längeren Wegstrecken im Rollstuhl gesessen. Vor 10 Jahren war ein einschneidender Schnitt in meinem Leben. Ich habe mein Trachystoma gekriegt, weil ich einen Schnupfen und einen Husten gehabt habe. Und damals war das für mich einfach unvorstellbar. Ich mit einem Luftröhrenschnitt im Hals, vielmals. Ich würde gerne aber sterben, bevor ich sowas kriege. Aber jetzt ist das Beste, was mir passieren hat, Kinder. Ich habe keinen Freund gehabt und bin nur daheim gesessen. Und ich wollte aber rauskommen. Da tut mir nur meine Finger bewegen kann, bei der rechten Hand und sonst nichts. Ich habe Sport gesucht und mein Rollstuhl bewegen muss. Ich habe im Internet gesurft und bin dabei aufs Tanzen gestoßen. Und es ist das schönste Hobby auf der ganzen Welt. Die Situation, wie ich die Eva Maria kennengelernt habe, war eigentlich eine sehr spannende, wie ich mit meiner Gattin mit Rollstuhltanzen begonnen habe, war so die Situation, dass ich für mich selbst eigentlich zu der Erkenntnis gekommen bin, Elektrorollstuhl kenne ich mich nicht aus, ich kenne die Technik nicht, ich weiß nicht, wie ein Elektrorollstuhl funktioniert, Aktivrollstuhl kann ich auch selbst bedienen, funktioniert leichter und dann hat uns die Eva Maria ein E-Mail geschrieben. Und wir haben das dann durchgelesen, haben uns dann gemeinsam beraten mit meiner Gattin und haben gesagt, was machen wir jetzt? Weil es könnte unsere Tochter sein. Und wir haben dann gesagt, völlig egal, wir probieren das. Und es war eigentlich von Anfang an sehr spannend, herausfordernd, auch für mich mit ihr zu arbeiten. Aber die Motivation und den Ehrgeiz, den sie mitgebracht hat, hat mich eigentlich von der ersten Sekunde an überzeugt, dass es die richtige Entscheidung war. Ich weiß noch ganz genau, ich bin reingekommen in die Halle und habe unseren Trainer mit der Sanja tanzen gesehen und ich habe gewusst, das ist meins. Für mich war von Anfang an klar, just for fun gibt's nicht. Wenn, dann will ich Wettbewerb tanzen und mit diesen anderen Teilnehmern messen und mein Können zeigen. Ich trainiere jeden Mittwoch von 18 bis 20 oder 21 Uhr und teilweise Samstag oder Sonntag. Und ich fahre auch noch auf Trainingslager. Die Eva Maria tanzt schon sehr lange, hat zuvor auch in anderen Disziplinen getanzt, mit Fußgängerpartnern, mit Rollstuhlpartnern gemeinsam, hat dort schon sehr viele Medaillen bei vielen internationalen Wettbewerben in der Kategorie Beginners und dann Continuous, also Klasse Anfänger, Klasse Fortgeschrittene errungen. Ich glaube, ihr größter Erfolg für sie selbst war, dass sie voriges Jahr die Qualifikation in den Sichtungspool der Leistungsklasse geschafft hat, was quasi die letzte Stufe und der letzte Schritt in die Nationalmannschaft ist. Wenn man sie im Feld ihrer unmittelbaren Konkurrenten im Elektrorollstuhl betrachtet, dann ist die Situation die, dass sie vorne ist. Und vorne heißt ganz vorne. Also die man fallen hat. Sehr kompetente Mitarbeiter
Und es wird immer nach einer Lösung gesucht. Und sie sind immer sehr bemüht. Ich habe schon sehr viel probiert. Unter anderem verschiedene Trachealkanülen. Weil ich bin doch sehr speziell. Und mein Trachystoma muss doch zum Transkleid passen. Durch das, dass wir mit den Patienten sehr gut vernetzt sind und ein persönliches Verhältnis zueinander haben, sprechen wir uns da wirklich individuell mit jedem Patienten einzeln ab. Und wenn jetzt eben Wünsche vom Patienten kommen, dann schauen wir, dass wir das schnellstmöglich eine richtige Lösung dafür finden. Ja, wir haben ein großes Produktportfolio, wo wirklich für jeden einzelnen Patienten einfach das Richtige dabei ist. Meine Familie hat sich das nicht vorstellen können. Aber wie es dann bei Shows gesehen hat, die was in der geschützten Werkstätte stattfinden, waren sie total begeistert und sie unterstützen mich sehr. Ich tanze Single Woman und dieses Jahr nein, Single Freestyle. Ich habe 3 Kleider, das Weiße, was ich gerade trage, ein pinkes und ein grün-schwarzes. Und ein lilanes. Das ist mein Freestyle-Kleid. Aufgrund von meiner Erkrankung kann ich die Hände nicht heben, so wie meine Mitbewerber. Jetzt muss ich fürs Kleid präsent sein. Beim Turnier bin ich nicht Eva Maria mit einem Tracheostoma, sondern ich bin Eva Maria, die ihr Land Österreich vertritt.